Moin, moin und willkommen zurück zu Terminator Resistance. Wir sind der Ein-Mann-Widerstand und ich suche hier. Ah ja, wir können ja hier nochmal reingehen. Da war meine letzte Folge da drin und. Ist aber Mittel. Mal gucken, ob wir es aufkriegen. Deine Schlösserknacken-Fertigkeitsstufe ist zu niedrig. Fuck you. Gut, somit haben wir es versucht. Muss ich mit den Labern oder kann ich jetzt einfach so weiter? Nebenziel. Genau, weil ich will jetzt nicht das Hauptziel. Wir machen erstmal diese Spielzeugmission. Was sind die denn? Muss ich da das Gebiet verlassen? New Hyde verlassen. Du kannst dieses Gebiet jetzt nicht verlassen. Kümmere dich erst um das Hauptziel. Ah, okay. Gut, Kommando zurück. Reden wir mit Wayne. The Wayne. Hi. Seems a repair might take a couple days. How's it looking inside? There's a lot of supplies there. Looks like someone left them for us. Nah, seems too much of a convenience. Better keep your eyes open. But speaking of supplies, we don't have much, but we keep everything useful inside this crate. You feel free to look through and pick up what you need. Listen, I know that finding the resistance is your number one priority, but if you stumble upon a set of tools while you're out there, please bring them to me, okay? I must have lost mine during the escape. Good luck out there. Ja, Werkzeug ist immer wichtig. Kommen wir jetzt raus? Also wir müssen auf jeden Fall zum Lagerhausbezirk. Da gibt es Werkzeug und Spielzeug. Möchtest du das Gebiet verlassen? Jawohl, wollen wir. Lagerhausbezirk. Nachdem die Pazifik-Division zerstört wurde, steht die Vernichtungslinie nichts mehr im Wege. Sie holte mich in Pasadena ein. Ich konnte aber gerade noch mit einer Handvoll Überlebenden entkommen. Laut Colin hatte Barons Division ihre Außenposten in der Nähe des Lagerhausbezirks. Wenn ich den Widerstand finden will, dann sollte ich als nächstes dorthin. Let's go! So, was haben wir jetzt hier? Du kannst das Waffenrad-Voreinstellung im Inventar erstellen, um das Inventar zu öffnen. I, bla, Schnellzugriff, bla. Drücke Q, gedrückt, was? Was will der mit Q? This is Rivers, over. Yeah, I see you. I found myself a lookout spot. No sign of any tin cans so far. Couple of crawlers, but nothing you can't handle. Na gut, die Texturen hätten sie auch noch ein bisschen besser machen können hier. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Wir müssen uns um unsere Überlebenden kümmern. Würde ich bald mal Terminatoren zerstören. Und da ist schon wieder ein Tor offen. Das heißt, wir gucken erstmal da rein, bevor wir weiterlaufen. Wir brauchen Werkzeug, Spielzeug, alles. Ach nee, hat mir die Taschenlampe? Oh, ein Computer. Cool. Werkbank. Cool, wie läuft der? Was? Scheiße. Man kann nur an bestimmten PCs seinen Spielstand speichern. Das ist natürlich. Bisschen bescheiden. Wir können nur Dietriche bauen, ne? Na, wir brauchen noch ein paar. Aber schon gut, man kann sehen, was ist das denn? Ein Tauschkörper, rote Plasmazellen.
Wozu bräuchten so ein Gammelmesser? Terminierungsmesser. Dient zum Zerstören von Terminatoren durch Anschleichen und Stoß in den Rücken. Haftbombe klingt nach jeder Menge Spaß. Gut, frisch gespeichert geht's weiter. Ich habe mir ums Speichern auch keine Gedanken gemacht. Wäre natürlich echt blöd, wenn wir verrecken. Gebietskarte. Du findest die Orte deiner Haupt- und Nebenziele auf dieser Karte. Drücke M und fick dich. Alright. I see two resistance outposts. You go about your business while I stay here and enjoy the view. And please don't do anything stupid. Oh yeah. Out. Oh, ich stelle immer was Dummes an. Out. Ob das Rote was Explosives ist? Warten wir noch mal, bis er da hingeht. Aim at its red eye. You'll see it. It glows like a fucking beacon. Don't you think I know that? The way you're shooting, I thought you'd need all the advice you could get. Die Blechdose weniger, mein Gott. Alles für die Menschheit. Hm, meine Ziele zeigen eigentlich eine andere Richtung, aber... Oh, das ist ein großes Gebiet. Die sind nur... Ich gehe trotzdem jetzt hier weiter. Oh. Chemische Verbindungen. Ah. It's a dead end, boy. Are you sure you want to waste everyone's time? Lass mich machen, was ich will, du kleine Sacknaht. Zwei Spinnen voraus. Außerdem brauchen wir Erfahrungspunkte. Sack. Und Loot. Fuck, er hatte recht, hier ist ein Sack. I found something. Well, fuck me then. Ah, ich habe Stoff gefunden und eine Handelsressource und eine ein weibliches Skelett im Kleidchen. Vielleicht war es auch ein Kerl, der im Kleidchen da lag. Wer weiß es ja nicht, ne? Ist ja jetzt ein Skelett. So. Was ist das denn hier? Sprengstoffmaterial. Pistolenmunition und Gewehrmunition. Wunderbar. Wie sieht's denn aus in der Munitionslandschaft hier? 130 Schuss? 210, 220 um den Dreh. Ich versuche noch so viel wie möglich mit der Pistole zu machen. Damit wir einfach ja, von der M16 und der Uzi ein bisschen scheiße. Aber bisher haben die... Oh. Fuck. Ja, so jetzt. Ich wollte gerade sagen, bisher haben die noch nie irgendwie Verstärkung geholt. Das ist meine größte Befürchtung eigentlich. Dass die Drohnen und so Verstärkung holen.
Wo denn? Was denn? Oh. Ich hab den echt nicht gesehen. Ja, der zweite hat mich gleich im Visier. Wo ist er? Ich treff das Auge nicht. Jetzt wissen eigentlich alle, dass ich da bin. Komme ich dahinter? Oh. Achso, das war... Der Skynet-Plasma-Behälter ist das. Mal ganz kurz die Ansicht, die ich nicht einsetzen wollte, aber es doch tue. Hm. Ups, er hat mich gesehen. Aber eine Scheißidee. Offizielle Scheißidee des Tages. Ja, richtige Scheißidee. Ich hoffe, der geht nochmal zum Fass. Geh doch mal weiter. Dreckiger. Spinnblechdose. Boah, der geht doch nicht weiter. Gut, haben wir auch. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass Munition irgendwie Mangelware ist. Darum versuche ich alle noch zu eliminieren. Außerdem können wir uns dann viel entspannter... Hm? Oh, ich muss einfach die Fertigkeitsstufe haben. Sind wir gerade aufgestiegen? Verdammt, nein. Diese Schlösser knacken nervt gerade extrem. Oh, ich kann Schrotmünze machen. Cool. Ja, vielleicht kommen wir nochmal in die Gegend oder auf dem Rückweg kommen wir nochmal hier lang. Hm, Drohnen auf der anderen Seite. Da liegt noch was, genau. Ich freue mich jetzt schon mal, wenn wir die ganze Handelsgeschichte-Sache mal verkaufen können. Unser Rucksack ist nicht unendlich, quasi. Jetzt würde es ja auch die Fertigkeit Rucksack nicht geben. Schon wieder die Trich einfach. Ich hab einfach... Bin zu doof dafür, verdammte Axt.
ist er. Ah, fuck, wieder daneben geschossen. Ah, die bringen nicht so viel, wenn ich sie töte. Das ist nicht so der heißeste Shit. Der Van vielleicht? Kann man den hinten aufmachen? Sehr einfach. Habe ich doch richtig gedacht. Nice. Chemische Verbindung gab aber nur leichtes Zeug. Aber man muss immer bei so einem Spiel, wenn man es das erste Mal spielt, auch mal gucken und testen, was man alles so einsammeln kann. Was es für Orte gibt. Und diese Orte wiederholen sich ja meistens. Auch beim Fallout und Co. Die Kisten sehen alle meistens ungefähr gleich aus. A dog? Ah, Hunde in freier Wildbahn können auch Krankheiten übertragen und gefährlich sein. Aber ich denke mal, der Hund mag auch keine Terminatoren. Der wird bestimmt mit uns kämpfen. Ich höre eine Blechdose. Oh, schon wieder so eine Scheißspinne draußen. Hey, er sieht mich! Tür lassen wir mal zu. Wollte ich hier nicht was einsammeln? Ach ja, hier. Schön Wein. Willkommen bei Big Jeffs. Beleg Nummer 81, Bedienung Nancy. Was gab's denn? Poli Beef mit Pommes, Chili Beef Deluxe, ein Eistee, Orangensaft. Trinkgeld, nein danke, sie riechen nach Aschenbecher. Nett. Ja, das muss man archivieren für die Nachwelt, aufheben. Da kommen wir hoch. Oh, nicht hingucken. Ich nur Hunger auf Burger. Kommt er bis hier vorne an die Kreuzung? Nee. Ja, die Ansicht nutze ich für meinen Geschmack viel zu häufig, aber... Warte. Liegt auch ein Mann... mit Frauenkleidung auf dem Boden. Alter Hund, nervt nicht, sonst gibt's gleich einen Kopfschuss. Share mit Friends, ja, von wegen. Burger will ich nicht teilen. Mit dir noch so gute Freunde sein. Da hinten schwirrt eine Drohne rum. Der Lastwagen sieht ganz gut aus. Da hinten haben wir ein Schattenproblem. Machen wir ganz viele Schattenprobleme. Egal, ist ein Terminator-Spiel, das sehe ich nicht. Oh, wir können den Kühlschrank öffnen. Mmh. Die ganze Küche können wir hier öffnen. Überall tolle Sachen. Boah, 5 Schuss und ich habe ihn 2-mal getroffen. Erbärmlich.
Es ist einfach mit dem Gewehr viel, viel besser drauf zu ballern. Und was mir noch fehlt, so ein bisschen Q und E, so zur Seite mal gucken. Oh Gott. War ich schon beschädigt? Er sieht uns nicht, er müsste sich noch mehr drehen. Da ist sein Guckmodul wahrscheinlich, das geht nur nach vorne weg. Und so haben wir ihn erledigt. Hat jetzt nur ins Magazin gekostet. Habe ich da was übersehen? Oh ja. Man muss da noch weiter sich ducken. Muss man erstmal wissen. Hündchen! Hündchen! Hör doch mal auf zu bellen. So gibt's kein Schappi. Ah, Dietrich, einfach. Na, von hier sind wir gekommen. Von der anderen Seite verschlossen. Ich hab doch gerade da einen gekillt, da höre ich doch schon wieder den nächsten. Da hinten. Ich dachte, der ist schon wieder gespawnt oder so. Das würde mich ja voll abnerven. It's coming from there. Ja. Oh, Fernseher. Sonix. Aha. Ja, Kinder, das waren Zeiten. Guckt euch diesen Klopper an. Guckt euch diesen Klopper an. Und da war, wenn du den hinten aufgeschraubt hast, da war der halb leer. Das größte war halt die Röhre hier vom Fernseher. Darum war das Gewicht meistens auch nach vorne verlagert, statt nach hinten. Naja, tolle Zeiten. Da konnte man den Fernseher noch leicht easy peasy reparieren, indem man Lötstellen nachlötet oder so einen Käse macht. Naja, so, gucken wir, hinter welcher Tür wird der Hund wohl sein? Hier nicht. Oh, ein Welpe. What are you doing here, boy? I know a kid that'd take care of you. Come on. Oh. Hey, fuckhead! Your radio's on. Or was I supposed to hear that? Fucking creep. Mach was ich will. Stufe 3, neue Fähigkeit. Oh, warte. Sofort. Schlösser knacken. Aber sofort. Aktivieren. Ich will das aktivieren. So. War hier nicht auf dem Flur? Handelsressource im Klo. Oh, wo die Leute mal ihre Essen hinpacken, ne? Ja, hier haben sie sich echt noch gemütlich gemacht mit Sonnenschirm. Oh, da möchte ich jetzt aber hier nicht sitzen, wenn der LKW hier runterdonnern könnte. Looters will be shoot. Oder? Ne, wir könnten nur außen rumgehen. Aber hier sind überall noch Schlösser, verriegelte, wo wir eigentlich noch zurück müssten.
Und die Karte ist doch größer als erahnt, ehrlich gesagt, wenn ich mal so nochmal auf M gehe. Wir haben jetzt die ganze Zeit jetzt hier verbracht quasi. Wir müssen auch rüber. Ich würde gerne nochmal zurückgehen. Denn wir haben ja noch... ein, zwei Räumlichkeiten. Naja, vergesse ich die. Ich weiß das so. Ich weiß das auf jeden Fall. Ich werde das vergessen. Wenn das jetzt hier auf der Karte anzeigt, ich weiß jetzt schon, ich werde es vergessen. Wo ist das hier? Dann macht man es lieber gleich und gut ist. Das war ein Dietrich. Doch hier. Okay. Oh, schöne viele Kisten, aber wahrscheinlich alle leer. Schrotmunition, Gewehrmunition, Gewehrmunition, Pistole, Pistole. Kann ich mit leben? Stoff. Ah, das war die richtige Entscheidung. Remington Schrotgewehr. Das war eindeutig die richtige Entscheidung. Gut, dass ich mal versuche, hier ordentlich zu sein. In dem Spiel. Mal alles so nach und nach abgrase. So, jetzt nochmal hier ein Stück zurück. Dann geht's auch gleich weiter. Mal ein Stück zurück. Rohrbombe, ja, kann man gebrauchen. Altmetall, daraus können wir Dietriche herstellen. Ein kaputter Stuhl, der hat sich vom Sterben noch aufgeregt. So ein Scheißstuhl, warum gehst du kaputt in der Apokalypse? Das hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt, finde ich, aber... Gut, haben wir jetzt auch gemacht. So. Also ich finde, in diesem Spiel müsste man wirklich ordentlich craften, quasi Gegenstände finden, damit wir halt auch ordentlich gegen die Terminatoren kämpfen können. Weil solange ich kein Plasmagewehr habe, bin ich da noch nicht glücklich, was das angeht. So, wir könnten jetzt auch da weiter. Ne, gehen wir jetzt wieder zurück wahrscheinlich. Er ist gleich da um die Ecke und der Speicherpunkt ist hier auch um die Ecke. Oh, cooler Wagen. Wir gehen erstmal zum Speicherpunkt. Oh, Benzin. Zwei Slots haben wir noch. Sieht aber ein bisschen leer aus. Der Wagen. Hinten können wir nichts öffnen. Munition speichern. Werkbank. Ach, komm, einen stellen wir nochmal her. Ja, komm. Oder nicht so viel. Ich will ein bisschen Altmetall. Nein, nee, verarbeiten wir Altmetall, dann haben wir wieder einen Slot mehr. Dann dürften wir jetzt. Scheiße, trotzdem drei, zwei haben. Okay. Ich kann nicht anders. Ich muss ihn töten. Ich muss vernichten. Er geht in den Kreis. Okay, dann nicht. Ich habe keine Lust zu warten. Ah, da ist. Na komm, geh noch mal zum Plasma-Ding. Ja. Das
bisschen näher ran. Noch ein Schritt. Perfekt. Wir danken für Ihre Zusammenarbeit. Skynet und die Drohne ist jetzt wach. Oder waren es zwei? Oh. Die Drohnen lasse ich mal Drohnen sein. Oh, der hat aber auch ein bisschen was dabei gehabt. Der hier 45 Schuss. Das hat sich schon mal rentiert. So viel haben wir gar nicht ausgegeben für den Typen. Scheiße, die draußen haben wir ja auch einen gekillt. Den habe ich... So kleine Drohnen zum Ziel üben, also zum Schießen üben. I can see a crack in that warehouse wall from here. Use explosives to get yourself inside. Or find some other way, I don't care. Zerstöre die beschädigte Mauer. Wieso? Ich kann doch hier hochgehen. Hier war doch irgendwo. Haben wir hier nicht ein. Ja, ich spreng ja gleich. Hm. Ich habe schon so viele von diesen Spinnenviechern gekillt, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was ich alles gekillt habe. So, warum muss ich jetzt diese Mauer zerstören, wenn ich da hochgehen kann? Ah. Sehr einfach. Gibt es da vielleicht was, was ich gebrauchen kann? Stoff und Handelsressource. Wir ducken uns nochmal und dann sehen wir nichts. Ne. So, wie kann ich jetzt... Geh vielleicht? Okay, es war G. Doof ist, wenn jetzt da Menschen leben und wir quasi denen ihre Verteidigung kaputt gemacht haben. Aber ey, ganz ehrlich, ein Terminator läuft da hier durch. Durch so eine billige Ziegelwand. Einfach nur ein Ziegelstein. Wer baut denn so eine Scheißmauer? Na gut, hier ein bisschen Putz rangeklatschen und so eine... Das sieht doch scheiße aus als Wand. Also echt, ey. Null Dämmung. Spiders Weak Point. Ja, das haben wir uns schon gedacht, was rot ist. Dann müssen wir drauf schießen. Oh, wir haben ja hier dieses... Okay. Kein Feind. Self-Division has definitely been here. Ja, war... Sehr einfach, hoffen wir es mal. Munition. Ach, ich liebe. Oh. Bohrgranaten. What do we have here? Sprengmaterial. Also man findet hier echt viel Munition. Kann man sich nicht beklagen. Gruselige Püppchen.
Irgendein Vollidiot kam auf die glorreiche Idee, Schaufensterpuppen für Zielübungen zu verwenden. Das ist totaler Müll, wenn du mich fragst. Ich mag den Gedanken nicht, auf irgendetwas zu schießen, das ein Gesicht hat. Außerdem sind sie voll gruselig. Joker und ich hatten gestern Wache. Es war so dunkel, dass wir nicht mal zwischen einer Schaufensterpuppe und einem Terminator unterscheiden konnten. Sie sehen so menschlich aus. In der Nähe von den Wichsern nehme ich mich immer in Acht. Joker meinte, jetzt weißt du, wie ich und die Jungs uns fühlen. Ihr Rotschöpfe verwischt die Linie zwischen Mensch und Maschine. Ihr habt keine Seele und ihr seid vollkommen verrostet. Was für ein verdammter Komiker. Aha. Ist sehr lustig, Private Joker. Nochmal eine M16. Okay. Habe ich hier zwei im Inventar oder kann ich eine verkaufen? Oh ja, habe ich. Und jetzt zwei Slots weggenommen. Oh, das geht. Ah, wir haben hier auch so 500 Schuss fürs Gewehr. Das sieht so nach so einer geraden Summe aus. Nicht, dass wir da nicht mehr mitschleppen können. Noch? Tisch prüfen. Oh, da ist noch eine Kiste. An attack order signed by Commander Baron. And it's only from a couple of days ago. Hm. Sehr einfach. Are you there? Yeah. Did you find anyone? Not yet. I'm going to the second spot. Maybe they're there. Whatever. Was ist das hier? Tee für Taschenlampe. Aha. Schau einer mal an. Die Tür habe ich vorhin gar nicht gesehen. Gut. Noch mehr Loot. Noch mehr Loot. Und noch mehr Rauchrohrgranaten. Und 626 Schuss. Alter, wir sind wirklich eine Ein-Mann-Armee. Hm. Stimmt, da haben wir uns auch noch gar nicht umgesehen. Ja. Ja, die schon Conan Exiles mit mir gesehen haben, wissen ja, ich bin ja echt so ein Loot-Messi. Ich will alles haben. Ich nehme alles mit. Die Kiste habe ich mir noch angeguckt, oder? Die ist offen. Gut. Oh! Habe ich den... Hä? Achso, wegen dem hat es wahrscheinlich hier diese Steine oder so. Irgendwas ist heruntergefallen. Ich habe ja schon in die Richtung geguckt. Ich hätte aber... Da kommt noch wer. Die waren noch vorher nicht da. Ich weiß 100 pro, als ich hier stand vorhin... Habe ich hier einen auf den hier gemacht und nichts gesehen, aber ich habe sie übersehen. Das kann natürlich auch sein. Sackgesicht. Ah, bleib stehen, du Sackgesicht. Hm, was ist für ein Trick hier? Cool, bin ich jetzt draußen. Munition. Bin ich hier vielleicht hoch und hoch und hoch? Hm. Das ist doch so ein großer Raum. Wie komme ich da hin? Die Tür.
Kann ich die vielleicht öffnen oder ist sie verschlossen? Dietrich einfach. Es macht sich so bezahlt, Dietrich einfach zu erforschen. Na gut, eine Dose hatten wir ja hier erledigt. Oh. Er hätte hinten einfach rumlaufen können. Shame. Ja, also hier sind wir erstmal durch. Ich würde jetzt sagen, ich speichere hier trotzdem nochmal ab. Und dann mache ich mal jetzt einen Break. Ich will nicht, dass die Folgen noch länger werden. Also eine Stunde habe ich keine, sollte es nicht werden. Nächstes Mal werden wir das Nebenziel mit dem Spielzeug, oder das haben wir schon, das ist der Hund, okay. Wir werden das Werkzeug suchen und danach die Hauptquest weiter machen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, oder das Let's Play, ja, hinterlasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar und am besten auch ein Abo. Gut, dann, ihr Überlebenden, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.